Wegen Jo. One Punch Man Herausforderung. Saitamas Faust. Schließe 4 Spiele ab. Siege zählen doppelt. Jo. Also. Dann. Java. Hab beides. Ja, also ich habe auch Java. Seit heute. Ich bin noch ein völliger Noob. Wait. Auf Discord sprechen oder nicht? Oder willst du eher über die... Über... Oder willst du lieber über den normalen Chat mitschreiben, mit mir so kommunizieren? Also, du darfst sagen, was dir lieber ist. Was ist dir lieber? Du weißt ja, wenn ich mit Discord verknüpfe, hört man dich, ne? Wenn du willst, dass man dich hört, kann ich dich gerne anrufen auf Discord. Weißt du was? Oh, scheiße. Das ist das falsche Fenster. So. Das ist das falsche Fenster. Gut. Ich bin in Overwatch Gaming, in Gaming 1 Kanal. Dort bin ich jetzt drin. Okay. Falls du willst, kannst du auch. Hoppla. Kannst du auch in den Gaming-Channel kommen? Dort kann man dann auch mit mir reden. Wenn man will. Muss man nicht. Darf man. Ab morgen ist der ganze Tag mit Overwatch 2. Also der ganze Tag. Der ganze Tag nicht. Nee, am Abend. So. Je nachdem, wie ich habe morgen den Tag durch noch was einiges zu tun, dann kommt so etwa nachmittags so gegen 4 Uhr, vielleicht sogar schon früher, wieder. Natürlich komme ich dann wieder live und dann wird Overwatch gezockt. Und Hallöchen. Servus. nee, das bist nicht du, du bist da hinten. Ah, da. Oh, da drüben ist Diva. Okay, scheiße, dann halt nicht. Diva, komm her. Ich will dich. Au, jetzt bin ich in die Wand gerast. Bei Titanfall geht es auch wieder mal weiter in den nächsten Tagen, Wochen, Monate, wie auch immer. Ich werde noch nachsehen, wie es aussieht. Aber es wird auf jeden Fall wieder mal was kommen. Da könnt ihr euch sicher sein und dürft euch darauf freuen. Wird lustig. Und was natürlich Overwatch geht immer. Das wird eh nie fertig sein. Es gibt ja auch immer wieder neue Seasons. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wenn die nächste Season anfängt. Aber was die Battle Pass Stufe anbelangt, bin ich jetzt schon bei 30. Du brauchst Heilung, okay. Und du auch. Jetzt gebe ich dir noch ein bisschen Power, komm. Mach was. Ah, scheiße. Ja. Diese TP immer. Hoffe, hat gereicht. Das war auch super. Eben, ich habe
ein bisschen gelernt, was es heißt, mit Mercy zu spielen. Ja. Ich bin immer noch gleich schlecht. Ach was. Stimmt gar nicht. Ah! Bist du tot? Ja, die verdammten Wichser. Scheiße, sorry. Als du das Scheiße, bist. Du warst genau neben mir, oder wie? Ja. Ach, ich Vollidiot. Nee, das Dumme war, dass die Moira immer nur von hinten angreift. Ich hätte es wissen müssen, aber hab's verschlafen. Ja, und ich wäre ja eigentlich dabei gewesen, also neben dir gerade gewesen, und ich Vollidiot hab dich nicht wiederbelebt. Ist alles gut, die pushen gerade wieder zurück. Ja, ich hab dich gerade gesehen, wie du gestorben bist. Komm wieder hoch. Danke, danke. DP. Ich krieg die Krise. Diese Moira immer mit dem. Okay. Von hinten. Komm. Von hinten. Sehr schön. Ah. Diva war auch gerade da. Ich hab sie gerade gebufft gehabt, dass sie den Zwerg hinter dir killt. Wo? Das ging jetzt schnell. Nur die Moira! Die nervt so! Ich bin zu weit weg! Moira-Spieler sind einfach fucking Noobs. Ich bin zu weit weg, tut mir leid. Es ist absolut kein Problem. Aber ich sehe jemanden, den ich gerne tot sehen würde. Okay, ist schon tot. Wo ist jetzt? Vor allem halt deren scheiß Range ist insane. Mhm. Also nicht mal nur diese Bälle-Teiler, sondern generell alles, was die hat, ist insane. Das ist unnormal krass. Dann kann sie sich auch noch TP'en. Was es ja nicht, ich sag jetzt mal, ausgeglichener macht. Mhm. Und der Charakter ist einfach heartbroken. Und es gibt so viele Noobs, die den spielen, weil haha, auch Anfänger fallen drauf rein. Ja. Scheiße! Aber schön, dass ich jetzt etwas gefunden habe, wie ich während dem Stream den Titel ändern kann. Ja, das ist professioneller Fortschritt. Jawohl. Weil jetzt kann ich während dem Stream, wenn ich sehe, jemand hat nicht mehr so Bock oder ich habe nicht mehr so Bock auf ein Spiel, dann kann ich den Titel sofort umändern und kann etwas anderes anfangen zu spielen. Was ich... Jo, du brauchst Hilfe. Ich bin wieder zu laut. Nee, ich bin wieder zu laut. Du bist zu laut. Im Stream. Ja, laut Ikuto bin ich wieder mal zu laut. Ist absolut nicht das erste Mal. Ja, kann ich machen. Das ist gar kein Problem. Das kann ich... Klar, kann ich das machen. Ich denke, jetzt sollte es gut sein. Ich sag sonst was und die Kuto melde zurück. Mhm. Ich hoffe jetzt mal, dass das Shadow jetzt ein bisschen leiser ist. Ich habe ihn jetzt nämlich leiser gestellt. Sollte jetzt eigentlich leiser da sein.
Der Minecraft-Server steht stark. Au! Nein! Scheiße. Und der Minecraft-Server steht und es ist um einiges angenehm. Super, freut mich. Meine Fähigkeiten werden noch gebraucht. Ja, das ist ja super. So, und irgendwann, ich hoffe, es wird bald sein, wird es so sein, dass ich ein Pausenbild habe für, eben wenn ich zum Beispiel das Spiel umändern oder so. Danke dir. Bitteschön. Ich war zum Glück gerade in der Nähe. Stirb mir einfach nicht allzu schnell weg, bitte. Ich gebe mein Bestes. Nein, Diva ist gestorben. Ich konnte Diva nicht mehr retten. Die arme Diva. Es tut mir leid, Diva. Scheiße, die sind jetzt vorne. Das regt mich jetzt sauber auf. Die sind jetzt wegen so einem Millimeter vorne. Ja. Die kann mir Gottverdammt noch mal nichts anderes. Sehr schön. Moira ist weg, das heißt, ihr habt Zeit zum Pushen. Olive Kodo, den kennen wir auch schon in- und auswendig. Ja, ich habe ihn auch schon gemeldet. Ich war bei Ikuto zu Hause und habe bei ihm ein bisschen Overwatch gezockt. Und habe ihn von dort aus gemeldet. Hilfe! Kann ich, hab gerade eine nervige Moira im Arsch wieder mal. Das ist fucking Targeting hier. Komm hoch. Au! Jetzt bin ich dafür gestorben. Ja. Und die Range ist insane. Das ist so unglaublich, Mann. Die steht einen Kilometer von mir weg und hittet mich immer noch. Nee, die steht 2 Kilometer von mir weg und hittet mich immer noch. Ja, das ist blöd. Ich werde heute relativ lange streamen, weil ich kann. Weil ich es kann. Hahaha. Und werde auch morgen wieder streamen. Das ist. Weil ich. Wow, scheiße, Moira. Shitabams. Morgen ist Overwatch-Tag. Ich werde sogar. Also. Du hast, glaube ich, sogar morgen frei, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber ich bin wieder erst um 6 Uhr verfügbar. Ach so. Ja, gut. Trotzdem, ich werde Donnerstag zu einem Overwatch-Tag machen. Finde ich gut. Das heißt. Donnerstag kann mich keiner mehr umstimmen, da ist Overwatch-Tag. Da wird einfach nur Overwatch gezockt. An anderen Tagen, da werde ich sehr wahrscheinlich entscheiden. Ja, let's go, wir haben den ersten Sieg vom Tag. Mhm. Und ich bin Battle Pass Stufe 31. Ich hab sie erreicht. Und man sieht hier, ich habe jetzt 14 von 15 Spiele gewonnen als Mercy. Das heißt, noch ein Spiel müsste ich mit ihr spielen. Dann 2 von 4. Gewinnen. Gewinnen. Genau. 2 von 4 Sidemars Faust Event Herausforderung. Das will ich. Und ja, Siege zählen ja doppelt, das heißt, deswegen habe ich jetzt schon 2. Genau. Das heißt, nochmal ein Sieg und ich habe 10. Und der, unerschütterlicher Held. Und
Unter Freunden, da bin ich jetzt auch gerade dran. Also ich werde jetzt, so wie es aussieht, um einige Sachen abschließen. Und den One Punch Man Herausforderung, die will ich unbedingt haben. Ich meine, den hast du, glaub, auch. Wenn ich mich nicht irre. Was hab ich, wie, wo, warum auch? Den One Punch Man, Saitamas Faust. Ja, ich hab das Update auch drauf, das ist korrekt. Genau. Das heißt, weil du jetzt gewonnen hast mit mir, hast du jetzt auch zwei Spiele, also zählt das bei dir auch doppelt. Das heißt, jetzt musst du nochmal ein Spiel gewinnen und wir haben Saitamas Faust abgeschlossen. Ja, oder wir machen auf easy und verlieren einfach zwei. Ja gut. ja. Könnte man auch. Ja, nur theoretisch gesehen könnte man das in Betracht ziehen. Ja. Ja, ich denke, so versuchen wir es. Dem lieben Zuschauer, der eingeschaltet hat, ich hab's leider zu spät gesehen. Willkommen in meinem Stream. Ich hab's zu spät gesehen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wo ist es? Er steht nicht drin. Lustig. Also, lustig im Sinne von, ich sehe es nicht. Und es ist jemand drin. Ah, jetzt bewegt er sich, der Zwerg. Ich hab schon gedacht. Zwerg, ich bin nicht dein Feind. Und es wird eine Zeit geben, da dürft ihr euch drauf freuen. Ich werde dann mit Cam spielen. Und ich wurde gerade von der, wie heißt sie? Wie heißt die Sniperin? Die Widowmaker. Ja, von einer Widowmakerin weggenotzt. Das war doof. Melde mich zum Dienst. Schon wieder! Könnte jemand bitte die Widowmaker? Ich hab die Widow gerade geholt. Danke. Genau in dieser Sekunde. Super. Weil Widowmaker macht mir irgendwie zu schaffen. Ich glaube, sie ist wieder dort oben. Nee, da bin ich gerade. Kann nicht sein. Ah, okay. Ich sehe auch gerade etwas, was ich nicht so gerne sehe. Du bist gerade sehr am Arsch, was die Gesundheit anbelangt. Und tschüss. Danke dir. Bitte dir. Ich glaube, ich krieg noch eine Feindin da. Hanzo hinten, Hand. Gut, ja, eben nicht. Widowmaker. Ja, ich stehe so neben Hanzo, ein Teammate, und Hanzo schaut so zu, wie ich sterbe. Ja, toll. Macht so nichts, außer auf die Mitte. Widowmaker steht wieder dort, wo sie schon mal stand, ne? Pass auf. Ja, ich würde da hochgehen, aber wir haben eh verloren. Die zu holen war easy für mich. Das Problem ist,
Wenn Hanzo natürlich nichts macht, während ich von drei Leuten gejagt werde, dann... Ja. Dann hast du eigentlich gerade sowieso verloren. Bleibt zusammen. Nur so kann ich euch heilen. Dann hast du gerade verloren eigentlich. Ich komme! Ich nicht! Und außerdem ist es nicht das Ziel, mich... Ja, nimm. Du musst nicht mich anschauen! Och, du bist doch ein Vollidiot, echt. Ich könnte gut Hilfe gebrauchen, ne? Bin dran. Wo bist du? Im Punkt. Der braucht Heilung. Schaden intensiviert. Machst du Primary Healer? Ich schaue, dass ihr alle nicht sterbt. Ja, mach das. Egal wer. So. Ich habe jetzt etwas Mühe, allein die Front zu halten. Ich komme. Hinter mir. Nein! Tut mir leid, man hat mich geholt. Alles gut, die scheiß Moira ist einfach wieder nervig. Ich komme so schnell ich kann. Ja, ich bin weg, sorry. Konnte nichts machen. Okay. Hatte aber auch am Ende wieder mal drei Gegner im Arsch. Ich glaube, unser Tank braucht die. Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Unser Tank hat jetzt genau das gleiche Problem. Er hat jetzt alle bei sich. Die ganzen... Ja, ich bin ja da drauf gegangen, hab versucht für dich zu tanken, hoffe, dass du irgendwas den jetzt. Vielen Dank. Bitteschön. Wir placen hier mal das. Ich bin im Punkt. Ja. Sehr schön, ich auch. Gehört uns. Jetzt machen wir noch ein bisschen was Ekliges. Wir platzieren hier eine Wand. Wir haben den Sieg. Sehr schön. Falls die Frage auftauchen sollte, ist jetzt noch nicht aufgetaucht, aber ja, man darf und kann mit mir zusammenspielen. Ich freue mich. Hat da eine geschrieben, der Tank. Was hat er geschrieben? Mercy, please heal. Ach so. Ich bin die ganze Zeit am Healen, aber okay. Ja, ich,
Ja, ich glaube, das Problem bist nicht du, sondern ich. Ach so. Der mag's nicht so, dass ich als Second Healer fast 2000 Heal habe. Aha. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Oh Gott. John braucht sie wieder Heilung. Ja. Man Widow, geht. Widow. Ah! Widowmaker! Ja, ich hab sie sogar gesehen, das ist halt nervig. Ja, ist okay. Wo ist sie denn? Ich. Sie ist tot. Ah! Hast du sie schon geholt? Nee, ich nicht, aber Nate. Ah! Weißt du, was du läufst? Einfach nur herum? Das kann ich gar nicht haben. Dann gehe ich lieber zu Hanzo. Der macht wenigstens ein Duell gegen Hanzo. Gut, dann geh ich runter. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sie ist selbst in den Tod gesprungen. Ich bin im Punkt und hab Hanzo vor mir. Sehr schön. Mein Kill, mir wurde der Kill geklaut. Hast du es gesehen? Ja. Au, von hinten, Widowmaker! Ich bin hinter dir hergerannt und dann kam Widowmaker und hat mich dann weggenutzt. Kurze dumme Frage. Hm? Kann ich auch resen? Oder ist es so eine Mercy Ability? Ah, scheiße, ich habe ein Problem. Also, ob du Mercy spielen darfst? Nee, nee. Ob andere Healer auch wiederbeleben können. Nee, das ist die wirklich nur Mercy. Okay, nee, ich wollte einfach fragen. Drum spiele ich meistens mit. Nee, drum spiele ich gut. Meistens mit Mercy und bin gerne, wenn und habe es gerne, wenn Mercy in meinem Team ist. Verstehe ich total. Sehr schön, Tank, sehr schön. Ja, solide. Alter, aber ist schon so. Ich habe 300 weniger Healers. Ja. Ja, Tank hat's verdient. War nicht schlecht. Oha, ich habe 2 Anerkennungen gekriegt. Ich krieg keine Anerkennung, obwohl ich. Nee, die sind pissig, weil ich als Baptiste gleich viel geheilt habe. Das Ach ist so. Deren Problem. Also nicht gleich viel, aber fast. Und sonst ist halt. Der Heiler kriegt immer Bonus. Aber ich habe halt noch 1.500 Schaden mehr gemacht. Weil ich darauf ausgelegt bin. Und darum haben waren die vielleicht ein bisschen cocky und haben mir halt eine Anerkennung gedrückt. Okay. Weil die dachten, ja, der hat ja gleich viel gehealt. Ich dachte einfach, wir brauchen einen zweiten Heiler, sonst stirbt unser Tank wieder mal ab. Nicht, und nicht wegen dir, sondern weil der halt rein rushed drauf geht und dann sagt Mercy Heal. Ja. Yeah. Dachte ich mir, wenn wir zwei sind, können wir uns halt ein bisschen splitten. Und das hat sich bewährt, weil ich habe vom Damage Dealer auf den Healer gewechselt und nachher haben wir beide Runden gewonnen. Ja. Yeah. Gut, ich komme mit Mercy wieder. Ich warte, was die anderen picken, um ehrlich zu sein. Yes, wir Tank, haben DPS Diva. Ja, also machen wir. Machen wir DPS und schauen mal, was der nächste Pick.
keiner wissen. Sehr schön. Die läuft los. Ich fliege Diva hinterher. Da ich sie gerade buffe. Ich hier durch. Boah, das ist dich. Komm, geh. Bin impressed. Meine Aufgabe ist es ja eher gerade Diva ein bisschen zu buffen und zu heilen. Da sie der Tank ist. Und jetzt haben wir ein Problem. Also ich habe ein Problem. Ich musste von Diva weggehen, weil sie so blöd nach vorn gerusht ist. Ah, oh shit, vielleicht wäre es noch schlauer, ich als... Oh. Nee. Ah, scheiße. Ich bin weggenutzt worden. Das ist nicht so schön. Diese Map ist wie gemacht für Junkrat. Hat ja schon ein paar lustige Runden. Das war glaub blöd, ne? Das war glaub blöd. Ich glaub, das war sehr dämlich von mir. Ja, glaub doch, was du glauben willst. Ich bin Chilton Reinhardt. Oha, ich hab mir halt damit echt den Arsch gerettet, dass ich da hochgesprungen bin. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ja? Solcher. Oh, ein Tracer haben wir auch noch hier. Ja. Boah, ich treffe halt nix, ne? Was soll ich sagen? Ich treffe jetzt auch gerade gar nichts. Ja gut, Heilerin ist ja eher jemand, der nicht wirklich viel treffen muss. Ach, danke, die Widow gehört auch zum Gegner. Diva ist schon wieder gestorben. Das Ding ist halt, wir haben Double Healer eigentlich. Da kann ich nicht auch noch auf den Healer wechseln. Ja klar. Das wäre blöd. Okay, Rico, warte doch, das ist dumm, wenn du jetzt einfach rein rush wie Reinhardt. Ja, hier rein. Da durch. Dann Crap. Hier hoch, dann was platzieren. Also, Diva stirbt mir zu oft, weil sie einfach nur reinrusht. Das ist... Ja, klar. Ich seh auch das gewisse Problem, weil Diva ständig drauf geht und du und sie alles andere als koordiniert. Ja. Ich hab keine Bombe mehr. Ah, das war übel. Ich hab auch keine Bombe mehr. Das hätte ich noch echt gut rumgeben können, aber ich habe keine Bomben mehr. So, Black Rice gehört jetzt zur Gruppe dazu. Hat die Gruppe wieder verlassen. Ah. Okay. Du bist das Problem, ich sehe es. Ja gut, reicht. Nein! Schafft ihr das halten dort? Ich kann nichts versprechen. Nee, ich hab da nicht. Schade. Nee. Ich
wurde weggeschossen. Ich glaub's nicht. Medizinische Technik ist wirklich unglaublich. Challenge hier den Reinhardt ein bisschen. Ja. Oh, du brauchst Heilung. Sehe ich gerade. Nee, ich brauche nicht nur Heilung, ich brauche generell Support. Au! Es waren zu viele und ich wollte dir hinterher fliegen, aber du warst zu schnell weg. Lass mich durch, ich bin Ärztin. Ach ja. Dafür rettest du aber nicht so viele Leben. Au, von hinten! Nein, meine fucking Bombe ist kaputt gegangen! Ja gut, das war's. Ja gut, das war's. Ja, wir haben verloren, also. Ja, keine Chance. Ich muss mir da nicht mal versuchen, Mühe zu geben, dass es gelaufen. Das ist gelaufen. Ja, toll. Dieser blöde Reinhardt, ne? Nee, die Anna ist ganz fett Reinhardt. Ich bin vollständig genesen. Ja, aber Reinhardt auch. Nee, ich finde Reinhardt geht voll. Also ist gar nicht so nervig. Ja, also gegen mich macht er immer seinen Rush. Und dann. Dann bin ich Geschichte. Ja gut, das war's. Dir würde ich gerne. Nee. Reinhardt war ganz okay. Ich hatte mit Anna voll Probleme, da die einfach scannen. Ja gut, ja. DPS Diff. Er will damit sagen, dass ich maximal besser war als der andere Typ, weil ich hatte 1000er Damage mehr. Ah. Und ich bin. Und Das ist, glaube ich, was er damit sagen will. Oder möchte er damit sagen, dass wir einfach beide scheiße waren? Auch möglich. Und ich bin jetzt Battle Pass Stufe 32. Strong. Bleibst du beim Healer? Also du hast ja schon DPS ausversucht und Tank gespielt. Falls ich jetzt bei den Heilern da bleiben darf, werde ich jetzt nochmal eine Heilerin spielen. Ja klar, das schreibt ja keiner vor, was du machen musst. Ja doch, jetzt schon. Also mir ist das Wurst. Aber du hast abgebrochen. Ja, ich bin gerade nicht da gewesen. Ach so. Ja, ich habe nicht abgebrochen, ich habe einfach nicht ready gedrückt. Ah, oder so. Oder so. Du machst aber random, das ist dir klar. Jawohl. Na gut, dann mache ich auch random. Das ist mir durchaus klar. Nee, einfach weil du gesagt hast, wenn du möchtest, könntest du auf Healer bleiben und so weiter. Ich hab gesagt, wenn sie mir das erlauben jetzt. Ah, sie, ich dachte ich. Ja, das macht Sinn. Wenn die mir das jetzt erlauben, dann bleib ich bei dem Healer. Ja, ich hoffe einfach nicht auf Tank. Das ist mir bewusst. Amin, ich kann Tank schon spielen. Du weißt nicht. Aber halt schlecht. Ja, gut. Und ein Tank ist je nachdem sau wichtig. Das ist so. Also jede Rolle ist natürlich wichtig. Was das größte Problem meistens ist, ist, dass die DPS zu wenig Schaden machen. Okay, Damage. Das hab ich.
Ja, Tank, habe ich irgendwie gesehen. Ja gut, wir sind am Arsch. Roadhog ist lustig, Reinhardt fühle ich, Oris ist auch okay, ich mach Reinhardt. Ah, und das ist der hier, okay, gut. Ich denke, wir beide kommen gut miteinander klar. So. Und go. Off. Ich fühle mich wieder besser. Ah, shit. Danke, Support. Moira chillt da wieder alleine und macht Alleingangmanöver. Super Support. Ja, ich stehe natürlich alleine da im Ring, ne? Ja, ich kann ja nicht hier rein. Das ist natürlich ganz doof, wenn man alleine im Ring steht. Was ich hier gerade saugut spiele, ist, dass jedes Mal, wenn ich irgendwas einsetzen möchte, kommt der Sigma und killt mich. Also killt mich nicht killen, sondern betäubt mich, dass ich wieder scheiße bin. Wo sind die Gegner? Die sind tot. Wieder. Hab ich ja, aber die roten Moira-Bälle jumpen immer noch hier rum. Ah, hier. Oh, oh, au. Das war nicht so. Das war nicht geplant. Und jetzt Manu Kuhn, also ganz ehrlich, oder besser gesagt Manu, so heißt er ja, danke dir nochmal ganz herzlich für den Follow, den du hier gelassen hast. Das war super. Sorry, ich bin gestorben. Schon gut, kein Problem, ich lebe zwar noch, aber ich treffe gerade absolut nichts. Nee. Ich werde nicht sterben. Prost. Hinter mir. Irgendwer damage mich von hinten, das ist so weird. Ich glaube, ich komme nicht. So. Hier. Gibt's noch Damage? Ja, den Reaper schafft hier ohne mich. Ja, den haben wir gerade geholt. Der war auch okay. Ja, so. So geht's! Geht doch! 7 Kills, 2800 Schaden. Ist okay! Ist okay! 4 Kills habe ich geholt, ne? Ist okay! Ist okay! Ich bin wirklich echt mittelmäßig zufrieden. Ist okay! Für das ich Reinhardt nicht oft spiele, können wir damit leben. Ja!
Und ich habe das Gefühl, ich müsste öfters wieder mal Titanfall 2 spielen, da ich die Steuerung nicht mal mehr drin hatte, richtig. Ja, aber du könntest auch im Overwatch DPS wieder spielen, weil aktuell reißt du als Healer mehr. Also, wie meinst du das? Ich meine damit, du spielst jetzt Du spielst jetzt Damage Dealer. Ja. Damage Dealer kannst du noch ein paar Damage farmen. Ja. Und du hast jetzt halt immer Healer gespielt, daher ist Healer in sich. Oh Mann, wir sterben gleich alle ab. Ja, ich muss glaub sowieso wieder lernen, mehr Damage zu spielen. Also Damage Dealer. Früher war ich richtig gut mit Damage Dealer. Heutzutage, ja gut. So. Ganz stark ziehen. Sehr cool. Hier oben gibt's noch. Tank. Wir gehen zurück. Sorry. Da musste ich einfach kurz eingreifen. Ja, kein Problem. Ich musste weg. Ich musste einfach abhauen. Nein. Ich bin aus Versehen die Luft runtergefallen wegen Lucio. Oh ja, kennen wir. Oh, meine Wall ist down, scheiße. Ich bin gerade ein bisschen viel am Hacken. Zone ist keiner, geil, Win. Ey, ich bin happy. 5000 Schaden, 5700 Reduction, 15 Kills, ist okay. Ja, ich habe nur 9 Kills, aber. Moira war stark und Kiriko bin ich auch dankbar. Machen wir es halt so. Ja, gut. Na? Wir machen wieder normal. Ich hab echt das Gefühl, seit wir spielen, bin ich etwas besser drin. Das ist sehr erfreulich. Also, am Anfang habe ich so gar nichts gecheckt und jetzt schaffe ich immerhin mal so 4.000-5.000 Schaden als Tank. Das ist okay. Es ist halt mit, also nichts Krasses, aber ist halt gut. Ja. Kann man brauchen. Ist nicht komplett Grütze. Weil wenn du halt komplette Grütze bist, dann gibt's ein Stück weit schämst du dich auch was, weil du weißt ganz genau, die spielen 4,5 gegen 5. Ja, gut, ja.
Ich versuche noch mal mit Damage Dealer. Damage Dealer. Healer. Ja gut. Wir haben einen Tank. Ja, ich. Ah ja, blöd. Ich bin Tank. Sorry! Ist irrelevant, wir haben den Tag, das ist gut. Ein Double Heal. Wenigstens bin ich nicht der Heiler. Was heißt jetzt das? Ich mach voll auf Damage heute, also jetzt mal. Ich könnte sogar mal ein richtiges, wie sagt man, eine richtige Challenge machen. Ich könnte mal eine richtige Challenge machen. Nein, ich bin draufgegangen, fuck, ja. Warte, bitte. Nee. War mein Fehler, ich bin leider etwas zu stark reingegangen. Nein! Ich bin tot. Ja, unser anderes Team auch. Jetzt spielt Mercy Widowmaker. Okay. Das wird lustig. Das heißt, wir haben kein Heiler. Baptiste. Ja gut, 1 gegen 5 schaffe ich nicht. Ah, oh, das sieht scheiße aus. Nein! Ah, oh, das sieht sehr scheiße aus. Natürlich! Ach komm! Das ist Katastrophe, das verlieren wir. Also dieses Match ist so richtig schlimm. Ja, jeder rascht rein und geht drauf. Inklusive ich. Nein! Aber hast du gesehen, ich bin wieder als Heiler da. Ja, gut. Ich hab ein bisschen aufgeräumt hier. Ich bin mit Lucio da. Ja, und ich hab ein bisschen aufgeräumt hier. Das ist sehr gut. Ich hab kein Schild mehr. Mhm. Naja, ich wollte einfach sagen, dass du das weißt. Ich bin rasch weg. Abgehauen. Komm, ich bin da. Ich höre ab und hinterkommen. Ja, gut, dann nicht. Ach komm. Das ist ein Schild, der macht das nicht so das nicht geglaubt. Schild. Ich hoffe, für jeden, der zuschaut, euch macht es Spaß. Mir beim
blöd gesagt, sterben zuschauen. Ich bin nicht der Beste, das ist weltbekannt. Glaube ich, zumindest, dass es weltbekannt ist. Aber ich gebe immer mein Bestes. Schaue immer, dass ich vielen Leuten Freude machen kann, die ich gerne habe. Und ich habe euch alle gerne. Aber das wisst ihr ja. Nein! Also, ich meine nicht nein, dass ich euch nicht gerne habe, sondern nein, ich bin gestorben. dass hier keine Missverständnisse entstehen. Und Manu rast wieder nach vorne auf seinen Rollschuhen. Und setzt wieder die Heilkunst ein. Er rennt wieder. Oder auch nicht. Wir brauchen einen zweiten Frontliner oder wir brauchen einen besseren Spiel. Ja. Egal was von beiden wir haben werden, wir brauchen. Ja, ich bin weg. Aber immerhin sind andere drei vom Hal nun geholt worden. 4 Minuten halten, das ist böse. Ich habe etwas vergessen zu machen, ne? Ich bin weg. Nein! Es war zu spät! Ich habe es zu spät eingesetzt. Ich wollte dich damit retten. Ja, ich bin leider draufgegangen. Mein Fuß war nicht so blau gewesen, muss ich gestehen. So, ich stehe mal hier in den Weg. Hinter uns wird irgendwann mal wieder ein Reaper aufklopfen. Gehört, ich hab kein Schild mehr. Arsch! Oh, Entschuldigung, ich hab vergessen mich zu muten, gerade am Anfang. Ja, sorry, ich hab keinen Schild mehr. Ja. Weißt du, mein Damage ist nicht so insane. Ich habe 2800 Damage, aber meine Damage Reduction ist fucking insane. Ich habe 10.200 Damage reduziert. Oha. Alter, ich werde hier gerade mit Anerkennung geprobt. Ich habe schon 3 Anerkennung gekriegt. Das ist schön. Ich krieg keine. Das ist nicht schön. Vor allem, weil dann deine blaue Zahl wieder grau werden kann. Jawohl. Oh, man Punchman-Herausforderung. Stimmt. was muss ich machen? Ich muss 24 Spiele abschließen, 20 Spiele abschließen, 16 Spiele abschließen, 12 Spiele abschließen. Das muss ich jetzt noch machen. Wir müssen eigentlich 24 Spiele abschließen. Schließe 20 Spiele ab, schließe 12 Spiele ab, schließe 16 und 24. Ja, also wir müssen 24 Spiele abspielen. Abspielen oder gewinnen. Ja, wir müssen die durchspielen. Wenn wir gewinnen, geht schneller. Wenn wir auf Sack kriegen, dauern wir ein bisschen länger dafür. Ja, also ich mache die Runde kein freiwilligen Tank mehr. Außer
Wann braucht's wieder mal? Ist jetzt wieder so typisch. Zwei DPS und ein Heal. Was nehme ich? Schau's dir an. Du machst Tank. Okay. Ich versuche dich zu supporten. Nice. Ich mache aber nicht Mercy. Aber ich versuche dich zu supporten. Das ist mein Sticker. Ja, und dem Sticker gibst du einen Headshot. Sehr schön. Ja, üben. Ja, das letzte Mal, als wir zusammen in der Lobby waren, habe ich versucht, meine Diva mit einer Widowmaker zu kontern. Oh ja. Das waren noch die lustigen Zeiten. Ah, die kommen wieder. Glaub mir. Die Zeit kommt wieder. Ja, gut. Ah, Scheiße! Nein! Das heißt Cheetah-Booms. Ja, Cheetah-Booms. Wirklich. Ich finde das so ein cooles Wort da unten. Oh ja, sie sterben einer nach dem anderen. Hanzo ist tot. Jetzt ist Moria dran. Hast du gerade gesagt Moria? Ja, ist immer noch gängiger für mich. Och nie! Na gut, wir brauchen hier Plan Schitte B. Schitte Böms! Wir brauchen hier Plan B. Jetzt bin ich die Diva, die reinrusht und stirbt. Ja eben, jetzt brauchen wir Plan B. Und der wäre... Ah, Junkwart, ich hab ihn gesehen. Der wäre DPS. Wiederum kommt da wieder. Ja, immerhin ist der Körper aktiviert. Okay, was haben wir Hanzo nochmal? Diese Frage ist cool und berechtigt. Shitteböms! Einer? Ich hab keinen in den Tod gerissen? Schade. Ja, das war's mit Gewinn. Außer einer von uns kriegt jetzt das OP-Kill 3 Millionen Manöver. Carry. Was auch immer, dann könnten wir es noch so annähernd schaffen? Meinst du? Kriegen.
Ja, ja. Rollhawk ist natürlich wieder voll, so wie ich das gehört. Heb deinen Müller auf! Ja, das kannst du vergessen. Keine Chance. Wir haben verloren. Ja, klar. Aber trotzdem habe ich jetzt gerade noch einen Kill geholt. Ja, toll. Die anderen zählen auf mich. Ah, okay. Du spielst jetzt Bastion. Ja, ich muss ein bisschen durchprobieren, schauen, ob was die Gegner am anfälligsten sind. Ja, war ja klar, ich gegen drei komm nicht an. Die anderen zählen auf mich. Sehr schön. Dann haben wir jetzt ein Problem, wenn ihr auf mich zählt. Rasch einen Schluck trinken, trinken, immer wichtig. Mm. Nur blöde, wenn man gerade trinken will und dann jemand einen abschießt. Das ist... Ja. Ah, oh, wir haben AFK-Zwerg, also... Ja. Das so schlimm ist jetzt das nicht. Nicht tilten, Hana! Du schaffst das! Nee, 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 nee! Wie bitte, der ist eigentlich bis zu uns gekommen und jetzt dreht er wieder um, ernsthaft? Ja. Also jetzt müsste eigentlich ein Wunder geschehen, dass wir es schaffen, ne? Nicht mal mit Wunder schaffen wir es. Ich gehe wieder in meinen Toki rein. In meinen Panzer. Ich bin genau hinter dir, Bastin. Hey, gut. Shadow. Ja, nichts mehr, trotzdem nix hier. Einer muss die Scheiße schieben.
Okay, ich bin alleine. Das schaffe ich nicht. Jetzt war ich alleine. Ich habe dich jetzt nicht gesehen. Ich denke, du bist genau dann angekommen, als ich gestorben bin. Also ich stand in dem Moment, wo du gesagt hast, ich bin alleine schon da. Ah, okay, ich war aber auch dort. Ja, ist ja klar. Trinken immer wichtig, nur das Blöde ist, wenn jemand auf dich schießt. Beste Ausrede. Nee, ist keine Ausrede. Nehmt das ja nicht zu ernst, von wegen, das sei eine Ausrede, ne? Was haben wir denn? Was kriegen wir Schönes? Ja, bin ich auch immer gespannt drauf. Okay, sehr schön. Damage, Tank. Tank. Damage. Probieren wir es mal. Und los. Ich mach mich unsichtbar. Passt aufeinander auf. Ich bin auch Toll, ich bin angekommen und macht mich gerade wieder aus dem Staub. Ja, ich mag meine Position hier mehr. Ich kämpfe alleine gegen Pocket Mercy und eine Diva. Und die anderen Idioten kommen nicht mit zwei Damage-Dealer klar. Okay. Ich schieb die Krise. Ich habe ja zwei Leute auf mir. Wie schafft ihr denn? Also du warst ja bei mir, aber wie schafft dann der Rest die anderen nicht irgendwie im Zaun zu halten? Ich bin jetzt glaubst genau vor deinen Augen gestorben. Ja, natürlich Reaper hier. Ich bin am Zielpunkt. Ja. Yes. Nein, Alter! Der ist doch. Der Typ. Ich bin da. Der Typ ist doch absolute Bullshit! Diva und ich sind da. Ja, ich seh's. Ich chill hier auf der Seite, dass ich nicht gleich drauf gehe. Okay. Ich mach mich rasch unsichtbar, dass die mich nicht gerade sehen. Gut, das war's mit mir. Das war ein Target. Der Reaper. Ich wurde von hinten von Junkwart
nicht weggenutzt. Ich wollte. Ein behinderter AFK-Zwerg namens Oliver Kodo, ja! Ich hab genau einen Tod schon mal. Das ist so wenig. Das ist gar nichts. Das ist einfach so peinlich. Ja, gut. Als ob der mich geholt hat. Ja, und die Idioten. Natürlich, wir rushen wieder rein, in der Hoffnung, ich schaff das ohne Heal. Wir haben, glaub, gar nicht mal. Nee, wir haben. Doch, wir haben. Ich, aber die Tanks rennen hier weg. Ja, also ich komme ja wieder, also. Ich bin gerade vorhin. Die Tanks rennen literally weg. Also ich stehe. Die rennen los, die gehen drauf, während ich 1v1s führen muss gegen Damage-Dealer. Ja, toll. Wenn die Wichser heal wollen, dann sollen die gefälligst hier bleiben. Ja. Dann legen wir mal los. Ich bin gekommen und dann hieß es, ja. Zieleinnahme fehlgeschlagen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Ja, das Schlimmste ist der AFK-Zwerg. Ja, gut. Der macht nix. Das ist mühsam. Weil du und der Zwerg spielen halt DPS und das spürt man nicht. Ja, danke. Ja, bei dir viel mehr als beim Zwerg. Wie ich ja gesagt. Und mal for real, was ist das für Tanks? Sorry, war die falsche Ding. Tag. Was ist das für ein Tank, der ständig reinrusht und sich überhaupt nicht versucht, irgendwie zu. Irgendwie das Ziel zu halten. Ja, okay. Ah, oh, scheiße, ich bin gestorben, tut mir leid. Das ziehen wir gleich nochmal durch. Jetzt schauen wir es an. Die Bauten. Eieiei. Die sind schon wieder tot. Ich bin genau hinter dir. Jetzt bin ich sogar vor dir. Ja, scheiße. Die Diva geht sofort auf mich los, sobald sie mich sieht. Das ist nicht mehr gut. Das ist Nirulaut, ne? So, ich hab die Schnauze voll. Das heißt? Ich bin DPS. Ah. Uah! Und Doomfist hat ebenfalls die Schnauze voll. Der spielt jetzt auch DPS. Und ich hab jetzt die Schnauze auch voll. Scheiße, ich kann nicht. Ich kann nicht zum Tank wechseln. Was soll der Scheiß? Gut. Ich spiele jetzt Mercy. Nee, ich wurde von Reaper wecken. Ey. Ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Ich hasse solche Leute.
Ich mach solche Wichser. Ich komm ins Game rein. Ich mache in dem ganzen Game 430 Schaden. Alter. Ich hab ne Anerkennung erhalten. Ernsthaft? Dankeschön. Mit Oliver Kodo gibt man keine Anerkennung, weil der Typ war AFK. Ja. Nee, aber ich hab Anerkennung erhalten. Ey. Fuck. Ich hab mich voll verklickt. Scheißen. Schiedeböms. Gut. Jetzt habe ich die Schnauze voll, ich komme mit dem Tank. Wäre es okay, wenn wir einen Tank haben, aber... Ich könnte den erwürgen. Tut mir leid. Das ist ein Gegnerteam, kann dir egal sein. Nee, der ist bei uns. Nee, der ist ein Gegnerteam. Ach so, echt? Ah, der war vorhin aber bei uns noch. Ja, vorhin war er bei uns, aber wenn er ein Gegenteam ist, ist kann uns egal sein. Ich meine, gerade vor einer Sekunde. Was sind's für Gegner? Man sieht es nicht. Also Olive Kodo kann ich mir schon fast denken, was er ist. Oh, Olive Kodo ist wieder raus. Wer hätte es gedacht? Da vorne. Ja, genau. Von dreien umringt, von drei Leuten umzingelt worden. Von vorne, von links und von rechts. Ich hatte keine Chance. Ja. Das fängt wieder gut an. Alle rushen rein und sterben. Das ist in der Standard. Ey. Ganz ehrlich, es tut mir leid, aber irgendwie macht es mir so keinen Spaß. Das Match ist echt tough. Sombra online. Ich meine, was soll das? Ja, sie sind schon wieder vor uns, fast vor unserem Spawnpunkt. Was soll das? Ich
Ja, und dann mache ich mal einen Kill und... Dann mache ich mal einen Kill und was passiert? Man klaut mir den Kill. Unglaublich. Ey. Aktuell stehen wir aber ganz okay. Muss man sagen. Ja, gut. Aber unsere aktuelle Form ist okay, mit dem kann ich leben. Ja, wow. Au. Und Widowmaker. Widowmaker hat mich wieder ins Auge gefasst. Das Match ist echt tough. Die Frost hat den Checkpoint erreicht. EMP aktiviert. Wow, das war schlecht. Ich sehe eigentlich keine Chance mehr zu gewinnen, aber auch egal. Ja, ist machbar. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wo der Typ herkommt, wo die ganze Zeit auf mich schießt. Wow. Ah, du warst gerade als Anna unterwegs. Nein! Kann doch nicht wahr sein. Neu laden und neu sammeln. Ja gut, nee. Danke für nix, Teammates. Vor allem Junkert. 529 Damage. Ja. Der Typ sollte reported werden. Das ist einfach scheiße. Ja. Oder ist der geliefert? Und dann wieder gejoint. Das Schlimme ist, dieses Mal habe ich nichts gerissen. Ich konnte nichts reißen. Ja, wir können auch ein bisschen Übungsmodus spielen zwischendurch, wenn du willst. Also wie Übungsmodus?
Außer du willst halt One Punch Man Herausforderung machen. Ja. Dann gehen wir online. Ehrlich gesagt schon, aber wenn wir keine Spiele gewinnen, ist es scheiße. Ja gut, versuchen wir es nochmal. Ja, 12 haben die Wahl ja schon bald. Jemand, der treffen kann. Jemand, der gut treffen kann. Nee. Falls jemand fragt, war ich nie hier. Hi, Big Shadow. Moin. Oh nein, die stehen schon vor der Tür. Also. Toll. Ich schlafe. Ich würde gerne aufstehen. Ich frage mich, ob du mich eingeschläfert hast oder nicht. Oder ob sie auch anhaben. Ich hab den Glaubpfeil nicht abgeknallt. Außerdem ist der Glaub nicht so friendly fire. Hey, immer das doofe Auto! Ich hab bald kein Leben mehr. Ich bin am Sterben. Sorry. Schon gut. Ja toll, jetzt muss ich schon außen rum gehen. Scheiße! Aber ich habe jetzt schon 3 Kills. Das ist schön. Oh, das war so dumm, dass ich da auf den Kill ging. Das war so dumm. Naja. Ich bin auch gerade gestorben, ehrlich gesagt. Ich wollte den Zwerg unbedingt tot haben. Ja,
dieser blöde Scheißzwerg, Entschuldigung. Sein scheiß Geschütz von dem blöden Zwerg. Mich zieht das nicht runter. Ich beschütze die Farbe. Steht mir bei. Feindliches Geschütz direkt vor uns. Ah, du und ich haben ihn weggenutzt. Ich mag Tom hinten gerade im Fahrzeug fahren. Nein! Ich hab 7 Kills, während du 6 Kills hast. Wir sind etwa auf dem gleichen Stand, ne? Und wir beide spielen Damage. Nee! Ich spiel Heal! Ah, ist Anna. Ah ja, Anna ist ja Healer. Nein! Das gibt's ja nicht! Win. Ich habe 8 Kills, 1000 Damage, 3000 Heal. Ah, das ist der doofe Zwerg. Der hat nichts gemacht. Ehrlich gesagt. Das waren nur seine doofen, blöden Geschütze. Aber es hat jetzt besser geklappt als vorhin. Ja. Die war ganz okay, mein Damage war okay, meine Kills waren okay. Ich war okay. Unsere Tanks waren gut, aber ich habe die auch ständig hochgehalten, so gut es ging. Ja. Der Kopf war extrem stark. Der ist da auch reingeratscht. Gibt's keinen Morgen? Los jetzt den Support. Das Roadhog ist ein Tank. Das könnte echt gut darauf hindeuten, dass ich mal wieder Damage kann spielen kann. Ja, Roadhog kann natürlich sich auch selbst wieder hochheilen, ne? Ja, gut. Stoppe sie! Das Böse ist hier, das ist hier, was zu hart. 3, 2, 1.
Autsch! Das war garantiert die... Nee, ich wurde von Diva. Diva hat mich... Hat es geschafft, mich wegzunutzen, das ist ja nicht normal. Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich ja nicht. Das sieht wieder echt gut aus. Ja. Das sieht echt, echt gut aus. Ich hab 0 Kills. Was läuft jetzt? Ich hab noch nicht gerissen. Im letzten Battle so gut und jetzt wirklich nix oder wie? Aber so wie es aussieht, Epic Shadow hat es auch immer wieder angekündigt wegen einem Minecraft wie sagt man Minecraft Serverprojekt. Genau, Projekt. Jetzt kann ich sogar das Minecraft Projekt sogar starten. Ich könnte sogar ein Minecraft Projekt starten mit Shadow und dem guten Ikuto Black, der wahrscheinlich nicht mehr zusieht. Ich glaube, ich weiß, wer der letzte Zuschauer ist, der gerade noch da ist. Das ist sehr wahrscheinlich noch du. Nee, ich bin nicht drin. Mein Stream ist schon lange zu. Ah, okay. Dann weiß ich es zwar nicht, aber ja, gut. Was soll's. Auf jeden Fall, man kann es ja eh noch nachschauen und auf YouTube kommt es ja auch. Ja, gut, verloren. Von dem her, ja. Wahrscheinlich würde ich heute sogar um 9 Uhr Schluss machen. Nehme ich mal an. Ja, ist für mich okay. Und dann... Morgen werde ich ja sowieso Overwatch noch spielen. Es war eine kurze Zeit mit Titanfall 2. Es war eine kurze Zeit, gebe ich zu, aber... Aber, ja. Es war wieder eine längere Zeit jetzt mit Overwatch, aber so wie es aussieht, ist Overwatch beliebter als Titanfall 2? Ja, also ich würde jetzt behaupten, es gibt ein paar Leute in deiner Community, ich gehöre unter anderem auch dazu, die halt Overwatch spielen und Titanfall vielleicht nicht gespielt haben. Ja, und ich respektiere das auch und ich werde aber das Minecraft-Projekt noch mit meinen zwei Mods, dazu gehört Shadow dazu, noch anschauen und ja. Und dann wird es, ich kann es euch nicht versprechen, dass es gerade in nächster Woche passiert, aber vielleicht in 3 Wochen, einem Monat, wer weiß, aber es wird auf jeden Fall kommen, weil wir sind alle, haben natürlich auch ein Privatleben
Naja, gut, Gamer, wer hat schon ein Privatleben, der Gamer ist, aber... das ist ein anderes Thema. Nee. Ich bin berufstätig. Andere sind berufstätig. Oder machen ihr Abi oder was weiß ich was, studieren oder sonst was. Aua, das hat wehgetan. Auf jeden Fall werde ich das Minecraft nicht auf der Seite lassen, nichts mehr mit dem zu tun haben, sondern ich werde in nächster Zeit viel damit machen und auch Minecraft spielen und einfach schauen, ja, ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Erfahrung, gebe ich auch zu, aber nun, sag ich mal vorweg, aber ich habe viele Leute, die sagen, hey, fang doch mal mit Minecraft an, Minecraft ist lustig, Minecraft das, Minecraft jenes. Und da habe ich gedacht, Team lustig. Ja gut. Und da habe ich gefunden, ja gut, es ist... Nee, man kann es jetzt... Nee, das ist doof, wenn man sagt, man kann es mit Lego vergleichen. Das ist ein dummes... Das stimmt ja nicht. Ey, nein. Aber eben Minecraft wird gespielt dann noch, dann ich habe ja sowieso noch andere Projekte, die ich auch noch machen will. Ich habe das Papier verloren, wo das Projekt drauf stand. Toll. Ich muss es wieder suchen. Aber darauf dürft ihr gespannt sein, da ich es nicht verraten will. Dürft ihr gespannt sein, was es für ein Projekt sein wird und wann es kommt. Ich freue mich schon riesig auf das Projekt, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das darf ich euch auch sagen. Aber mehr verrate ich euch nicht. Und das habe ich auch ein Recht dazu. Das war doof. Das war doof. Ich habe mich selbst in den Tod geschossen, ne? Ah, danke, Engel. Das wollte ich nicht, sondern ich wollte dahin und werde von hinten weggenutzt. Weil alle anderen tot sind. Warum nur? Weißt du, da haben wir mal den Vorteil, dass wir schon mal die Fracht haben und was passiert? Ach komm. Nur weil die in ihrem dummen Scheiß Eisblock war. Komm, Fracht, los. Ich habe hier hinter dir ein Schutzschild, einfach, jetzt nicht, dass das publiziert worden ist. Mann!
ist dir klar, dass jetzt der Reaper mein Kill klaut? Ist ja klar, dass drei Leute auf mich ballern. Ja, Mercy, der war badass. Der war echt badass. Während ich die Gegner genervt habe, hat immerhin irgendwer die Fracht. Na gut, dann eben nicht. Ach komm. Autsch, ich hab nicht. Der Checkpoint wäre schon noch geil. Ja. Wenn wir da das schon. Ach komm! Okay. Natürlich ich gegen Rast, Mann! Und was ich immer lieb ist, ich rasch dann halt so rein, weil ich sehe ja zwei Mädchen da und dann passiert nichts mehr. Wenn ich da bin, ist niemand da, außer ich meistens. Ja gut, dann wart auf mich. Ja, jetzt bin ich gerade tot. Ja gut, dann... Jetzt werde ich wiederbelebt. Ja gut, ich bin hinter dir. Auf in den Kampf. Gut. Ich bin da. Au. Ich war neben dir und bin... Weiß Ulti, verdammt nervig. Mhm. Ich wurde umgebracht. Engel an deiner Schulter. Anna hat mich getroffen. Hinter mir, vor mir, überall von mir. Ich bin ja da! Mach sonst Fracht. Ja, ich hab hier mit Reaper was zu erledigen hier hinten. Und jetzt lässt er mich alleine oder wie? Ja, jetzt lässt er mich alleine. Mit Mercy. Gut, wir haben's. Wir können euch hinterherkommen. Badass. Sehr badass, Mercy.
Also die Mercy war krass. Die hat 13.000 geheilt. Ich habe 12.000 getankt. Mercy, Props an dich. Hanzo, du warst auch gut. Mhm. Ich habe Anerkennung gekriegt. Oh mein Gott. Ja, ich nicht. Oh, fuck. Du hast aber guten Damage gedealt. Das muss man dir lassen. Radler der Gerechtigkeit. Oh Gott. Ich armes Schwein. 16 Spiele gewonnen. Also 16 Spiele erreicht schon. Ja. Trotzdem. Es ist... Viertel vor. Hm? Viertel vor. Ja, wir machen trotzdem noch ein Match. Ja, klar. Also... Also, ich sehe nicht, was dagegen spricht. Und heute wird's noch einen Raid geben. Weiß zwar nicht, ob überhaupt dann jemand noch mitraidet. Ich hoffe es, weil da würde der Streamer, der geradet wird, von mir sich sicher freuen. Ich schau später noch, wen ich raide. Wer überhaupt noch online ist, aber ich glaube, ich weiß, zu wem ich euch alles schicke. Das weiß ich. Glaub jetzt schon. Also. Ich hab da jemanden im Sinn, zu dem ich euch raiden kann. Und vielleicht wird es in 2 Wochen sein. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich wieder, aber sind halt auch für die Zuschauer, die neu dazukommen. Es wird vielleicht in einem Monat ein Minecraft-Projekt geben, das ich starten werde, mit dem ich euch Freude bringen will. Ich habe, nur mal so zum Sagen, keine Minecraft-Erfahrungen. Will ich einfach schon mal sagen. Nicht, dass ihr denkt, er macht ein Minecraft-Projekt und kann Minecraft überhaupt nicht und ist ein Noob, sondern ich habe keine Minecraft-Erfahrung. Aber ich habe 2 Kollegen, Freunde, die Minecraft-Erfahrung haben, denen ich das Projekt machen will. Ich hoffe, die haben auch großen Bock dazu, mit mir dieses Projekt zu machen. Jo, ich hab gerade... Da war wirklich jemand! auf jeden Fall... würde ich mit meinen Freunden, Kollegen, wenn es besser ist, dieses Projekt starten. Und ich weiß, also ich kann es ahnen, dass meine Freunde riesen Bock dazu haben, auf dieses Projekt mit mir zu machen. Und von dem her wird's geil. Das wird geile Matik. Ich habe Freude daran. Ich habe heute Minecraft geholt. Und ja, werde es in den nächsten Tagen starten. Machen, tun und irgendwann einmal bin ich dann auch ein bisschen erfahrener als heute. Hoffe ich. Ich hoffe, ich weiß, es geht ja um viel Craften.
Und ich hoffe, dass ich das schnell draußen habe, was Craften anbelangt. Und von dem her, ja. Ich bin gegen Ash gestorben. Das war Ash. Die Ash. Die gute alte Ash. Er war echt angewiesen auf ein bisschen Support. Nicht nur du. Na, das war knapp, ne? Wären wir früher da gewesen, hätten wir vielleicht noch was. Nee, hätten wir nicht. Blackfire Team. Ja, Bro, so gut bist jetzt auch nicht, dass du das schreiben darfst. Ich habe nichts geschrieben. Nicht du. Ah, was hat er denn geschrieben? Der Blackfire hat Team Fragezeichen Ausrufezeichen geschrieben. Nach dem Motto, ey, wo seid ihr? Ich mach alles allein, aber so krass ist er gar nicht. Und den Moira-Sticker will niemand ziehen. Und tschüss. Olive Kodo hat sich selbst umgebracht. Hast du das gesehen? Gibt's mal. Vor allem bei Olive Kodos ist das sehr gut möglich. Ich bin ihm hinterher mit Sprengsätzen und alles und er ist nur noch in den Abgrund gejumpt. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Ah, war das schön. Und ich war die ganze Zeit bei dir. Aua. So. Suizid, aber ich habe einen mitgenommen. Sehr schön. Ice-Seed ist das ein absolut Win. Stimmt, durchs Fenster kann man nicht schießen und der steht die ganze Zeit
Weißt du, Oliver Cora ist so ein Idiot, er stellt sein Geschütz hinter das Fenster, wo das Geschütz nicht ausrichten kann. Ja, fuck. Wir haben den Punkt. Yep. Sehr schön. Aha! Das heißt, wir haben uns gerade unterhalten. Geil! Sehr schön. Und die zwei, die zuschauen, wie findet ihr Overwatch 2 allgemein und wie findet ihr uns zwei? Also im Team meine ich, vom Overwatch. Im Game Overwatch, ne? Nicht falsches Denken, meine Lieben. Das wäre ganz falsch hier am Platz. Ich will's nur mal gesagt haben. Wir sind platonische Kollegen. Genau. Autsch. Und das war die Antwort auf die platonische Freundschaft. Der Headshot. Ich sag ja genau und bam, krieg ich einen Headshot. Irgendwie feier ich das gerade voll. Ich hab den übelsten Headshot abgekriegt. Aber dafür weiß ich, wo sie steht. Boom! Okay, dann nicht. Also doch, ich weiß, wo sie stehen, aber... Ist das Schnee? Ich liebe Schnee total. Ja, Junkard, wir wissen, dass du krank bist. Wir wissen es alle. Au. Vor mir kann sich niemand verstecken. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Und schon wird man weggenutzt. Ja gut, das hat wehgetan, dieser Headshot. Es wäre schön, wenn wir gewinnen würden, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, das ist der Win. Yes. 9 Kills, 1900 Damage, 5800. 9 Kills! Ja, ist okay. Moira, du kriegst Pop, Sigma, du auf. Ich hab Anerkennung erhalten! Endlich! Ich auch, eins, let's go. Endlich, ich habe Anerkennung erhalten. Ja gut. Und Battle Pass Stufe 35, meine Lieben.
ich würde sagen, das war's mit Overwatch 2 für heute. Wem raide ich heute? Genau. Zu einem sehr, sehr großen, großartigen Mann, der viel mit Minecraft zu tun hatte. Ihr kennt ihn alle. Den lieben Gronkh. Lasst ihm ganz viel Liebe da. Lasst ihm ganz viel Liebe da. Und wenn ihr wollt, lasst ihm auch ein Follow da. Er ist ein großartiger Mann. Ich bewundere ihn. Und viel Spaß bei ihm. Die Morgendämmerung zurückkehrt, denn die Natur besteht aus zwei Hälften, Sonne und Schatten, und wer eine Hälfte leugnet, leugnet das Ganze. Fünftens, so wie die Zeit der Dämmerung vor unserer Zeit anbrach und die Welt der Alten beendete, so soll erneut eine Zeit der Dämmerung kommen, denn dies ist der Lauf der Dinge. Der verborgene Schatten wird auferstehen, er wird das Licht der Sonne verdunkeln und uns zu großer und schrecklicher Veränderung führen. Doch auch in diesem Wissen stehen wir fest zu unserem Glauben und vertrauen darauf, dass die Sonne einen neuen Morgen bringen danke wird. Für die, danke dir fürs Mitspieler. Für unsere ja, danke dir und mir kürzlich. Sechstens. Supi. Das heilige Meridian, die Stadt der also? Sonne, soll für... Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und der Turm soll als Symbol ja, ihrer Gründung verehrt werden. Genau, also morgen bin ich ja wieder da. Genau, ich vielleicht der Sonne muss auch schauen, wenn ich wieder dies so. Zu verleugnen Tschüss. Bedeutet, eine Zeit der Dämmerung heraufzubeschwören. Siebtens. Die Kaja sind unbestritten die Kinder der Sonne. Sie sind herausragend unter ihrem Blick, doch ihr Licht scheint auch auf die barbarischen Stämme des Nordens, Ostens und Südens. Es ist die Pflicht des Verkünders der Sonne zu beurteilen, ob der